Lande um uns wird jetzt bedeutend interessanter. Ne? Und zwar. Ach nee, das andere habe ich schon gesagt, dass wir Geld gekriegt haben, ne? Ach ja, das kann ich auch schon sagen mit der Obdachlosen, ne? Ja. Also bei der Obdachlosen haben wir jetzt ein Postfach gekriegt. Ja. Kann man sagen, ist jetzt ein Papier und Tüten, wir haben Stück, ne? Das, ja, das ist natürlich erniedrigend, ne? Jeder weiß, dass das eine Obdachlosenadresse ist, ne? Okay. Und möchte nochmal erinnern, dass meine Frau ja auch einfach in Rostock schon eiskalt als obdachlos gemeldet wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das möchte ich auch nochmal sagen, daran möchte ich auch noch erinnern. So, ja, wobei waren ja. Und zwar sieht es wirklich aus, als wenn meine Eltern nach Russland entführt wurden und mitgenommen haben und auch unser Schicksal haben. Weil Oma sprach auch immer noch von welchen, dass sie nach Sibirien mussten. Also als wenn man sie im Prinzip bestrafen würde. Anscheinend fragt er heute, bist du wahrscheinlich der Rette? Oh, wir laufen weg. Oh, Entschuldigung, danke. Bitte. Ja, so sind immer die Kontakte, ne? Man testet immer was. Das kann auch sein, dass es wieder unsere Bürschchen sind, ne Nadel? Ja, die für Drogen, denn wenn man mal kleine Zwischentests machen will, wir sitzen hier ein bisschen und denkt man, da ist was. Ja, also es sieht wirklich so aus, weil Oma weint ja immer und Oma konnte nicht reden. Oma konnte sich nicht richtig ausdrücken, weil sie gesperrt war. Also sie konnte wenigstens zu Weihnachten weinen. Das ist das Traurige an der ganzen Sache. Ich habe meine Großmutter, Wilma, von Jakob, geborene von Lau, meistens unter Hypnose erlebt. Man hat hier alles gesperrt. Ja, man kann erzählen, man kann alles machen. Sie hat mit mir alles normal gemacht, alles. Aber sie war unter Hypnose und sie hat gesperrt. Sie war gesperrt, dass sie mir das nicht erzählt. Und ich habe mich immer gewundert und ich habe ja näher zum Schluss schon, haben sie mir eingeredet, weil dann wollten sie mich umbringen. Damit haben sie gedroht. Nee, nee. Sie sind da kein Risiko eingegangen. Sie haben Oma einfach gesperrt unter Hypnose. So einfach ist dann das. So, aber sie hat dann immer geweint und konnte sich nicht ausdrücken, hat gesagt, sie kann darüber nicht reden. Ich sage, Omi, dann red doch mal mit mir darüber, ne? Ja. Ach, ich kann darüber nicht reden. So. Nehme ich an, dass sie ihr das gesagt haben, aber das war auch ein Hinweis für mich. Ja, aber ich bin leider ein bisschen doof. So, deshalb nehme ich an, dass meine Eltern verschleppt wurden und dort geblieben sind. Man hat einfach gesagt, sie sind nach Sibirien gekommen. Weil ich gesagt habe, Omi, was hast du denn? Das war Weihnachten, ich erinnere mich nur an Weihnachten. Mhm. Alles andere haben sie uns weggenommen. Wahrscheinlich durfte ich Omi dann auch nochmal Weihnachten sehen und so. Wenn überhaupt und auch nicht so oft, wie wir heute wissen. So, und dann sagte sie eben, ja, sie sind unsere ganze Verwandtschaft, sie sind doch alle tot, Jörg, weißt du das nicht? Ja, und ich habe dann immer gleich gedacht an Ufer, an Ufer und so alles, ne? Und habe gesagt, ja, ich weiß das. Aber ich weiß noch nicht, dass wir mehr Verwandtschaft haben. Leider habe ich ja gesagt. Weil ich wollte Oma da auch nicht weiter belasten. Sie muss noch da nicht mehr drüber reden, wenn es ihnen so schwer fällt. Aber sie hat natürlich auch noch auch an ihre Kinder gedacht und so. Oder zumindest ein Kind. Wie viele Kinder sie genau hatte, weiß ich nicht. Eben meine Eltern. Meine Eltern werden nach Russland verschleppt worden sein, nichts anderes. Damit sie da nie auftauchen mehr und damit sie da keinerlei Erinnerung mehr an Deutschland haben. Weil sie waren ja viel älter, als man sie vorgehabt hat, ne Nadel? Ja. Sie waren ja aus dem Kindesalter raus, deshalb war es dann so einfach entführt. So, möchte ich noch mal kurz unterbrechen?